Ja, Koffein, meine lieben Freunde. Es ist spät am Abend. Rainer hat mal wieder seine Meinung gesagt zu Rasierern. Dieses Mal Meinung 36. Oh, ich bin in feinster Laune gerade. Ich merke das gerade selbst. Ich werde hier richtig zum Radiomoderator. Scheiße. Also, Rainer hat auch einen Vlog. Er nennt ihn Vlog 96, es wäre theoretisch Vlog 97, der ist eine Stunde lang. Und ich dachte im ersten Moment, Junge, Junge, das wird ein Kandidat für ein 300-Abonnenten-Special. Aber, eine Stunde lang Rainers belanglose Lügenstory über seine Arbeitsgeschichte anhören, die wir alle schon kennen. Rainer, der hocheffiziente Lagerarbeiter, der aufgrund von Missgunst und Vetternwirtschaft seinen Job verliert. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört. Und deswegen, also ich kann da dann gar nichts zu sagen, außer alle 5 Minuten Lüge, Lüge, glaube ich nicht und so weiter. Und deswegen gönnen wir uns jetzt seine Meinung zu Rasierern. Wir gucken selbstverständlich beim ehrenwerten Spiegelort 9, bei wem auch sonst, auf das Spiegelort 10 noch ganz weiter Ferne liegt. Und wir gehen direkt rein. Auf geht's. Drache, du willst also die 300 Kilo erreichen. Hab ich doch schon. Rende dir das Zeug rein, Mund auf und rein damit. Los geht's, 300 Kilo Staffel vor der Knaststaffel. Herr Winkler. Da hat er so einen Ansatz von, wie nennt man das, Selbstironie. Ihr wisst, was ich meine. Metal-Lode, servus und ein herzliches Lord. Ein herzliches Lord beim Quietsche. Einen herzlichen Quietschlord. Ja, der Stuhl meldet sich direkt zu Beginn des Videos zu Wort. Einfach schön, wie lange der wohl diesmal durchhält. Ein herzliches Willkommen beim Drachenlord. Willkommen, Rainer. Verschmiert sehen deine Haare aus. Hast du wieder frisch gekackt duscht? Oder beim Drachen. Und heute machen wir mal wieder ein Meinungsvideo. Heute machen wir random einfach mal eins über Rasierapparat. Rasierapparat? Ich habe natürlich jetzt nur einen für Männer da. Meine Freundin hat keinen bei mir. Noch nicht. Wieso noch nicht? Warum sollte sie überhaupt noch großen Rasierer zu dir schleppen? Du willst doch bald ausziehen. Aber ich habe was anderes hier. Enthaarungscreme? Aha. Das ist allerdings nicht für Frauen. Also das ist für Frauen, aber das benutze ich. Da schon wieder seine komische Gesichtsspastik. Was ist das? Was ist da los mit seinem Mundwinkel? Aber nicht für die Beine und nicht für den Rücken oder den Bauch. Ja, für deinen Pensi, wir wissen es. Das kommt aber erst in der nächsten Folge. In dieser Folge geht es um Rasierapparate. Ist Enthaarungscreme auf dem Pensi angenehm? Ich stelle mir das unangenehm vor. So, zunächst mal, was genau habe ich für einen? Das brennt doch, oder? Viele sagen immer, du musst dich mal rasieren. Aber ja, musst du auch mal. Du musst dich vor allem mal ordentlich rasieren. Schön gleichmäßig. Gepflegt halt. Das musst du mal machen. Weil keiner denkt darüber nach, was ich überhaupt für Rasierapparate benutze. Weil das auch keinen interessiert. Zunächst mal, ich benutze eigentlich fast immer, wenn ich mich rasiere, eine neue Klinge. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, das ist extrem verschwenderisch, aber dadurch, dass ich mich nur einmal im Monat rasiere, oder manchmal sogar bloß alle 1,5 Monate, wird das hier oben immer, das ist eigentlich weicher, aber das wird dann immer kaputt und unten die Klingen, die sind dann jedes Mal stumpf. Ja, dass das oben so ein bisschen krüdelig wird, das ist vollkommen normal. Das ist so ein Schmierzeug drin.
Das muss man nur nass machen, dann geht das wieder. Und dass die Klingen nach einmal benutzen und dann monatelang rumstehen, stumpf werden, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn ich wieder benutze. Ich mache den ordentlich sauber, jedes Mal aufs Neue. Der ist auch ordentlich in einem guten Zustand. Rainer ist der einzige Mensch, der glaubt, es ist nötig, bei einem Meinungsvideo über Rasierer explizit zu zeigen, wie sauber sein Rasierer ist, damit die Hater nicht sagen können, in was für einem Saustall er lebt. Kleiner Tipp, Rainer, das können wir trotzdem. Du lebst in einem Saustall, unabhängig davon, wie sauber dein Rasierer ist. Genau. Wie bin ich zu Gillette gekommen? Irrelevant. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es irgendwie drei Klingen hat, dass es besser ist als alles andere oder sowas. Ich habe einfach schon immer Gillette benutzt. Ja. Rainer ist wie bei allem anderen halt festgefahren in seinen Methoden, ne? Das hat er so gemacht, das macht er auch weiter so. Er hat keinen guten Grund. Ist halt einfach so. Ich habe mich mit 13, 14 angefangen zu rasieren. Und das ist kein Witz. Ah, wie überlegen er sich jetzt fühlt, ich hatte mit 13, 14 schon Bartwuchs. Rainer, das haben die allermeisten. Die kriegen dann so diesen ekligen Pubertätsflaum-Schnurrbart. Und da kaufen sich die meisten Jungs dann ihren ersten Rasierer. Ich glaube, das war bei mir genauso. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber ja, Rainer, es ist nichts Besonderes, sich mit 14 anfangen zu rasieren. Auch bei dir nicht. Du frühreifes Riesenbaby. Ich bin ziemlich früh pubertär gewesen. Generell mit allem, was ich gemacht habe. Mit 13, 14 habe ich angefangen, mich zu rasieren. Und habe mir damals den Gillette Mach 3 Turbo gekauft. Wie wenig muss in deinem Leben los sein, dass du noch weißt, was für ein Rasierer das war, den du dir als erstes gekauft hast. Das verstehe ich nicht. Also ich weiß noch, wie mein erster Rasierer aussah, den ich mir gekauft habe. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Ding hieß oder von welcher Marke das war. Und ich weiß auch nur, wie der noch aussah, weil ich den, glaube ich, immer noch irgendwo rumfliegen habe. Das ist der rote gewesen. Das war so in so einem Ferrari-Stil. Und der hatte eine Packung, die hat so ausgesehen. Da konnte man jedes Mal nach dem Rasieren den wieder reinpacken. Das konnte man, kann man theoretisch auch an die Wand schrauben oder so. Dann hat man ihn immer in Griffweite. Er kann auch nicht rausfallen, weil er im Prinzip hier unten reingesteckt wird und dann festgeklippt. Mensch, Wunder der Technik. Also ihr seht, ich muss wirklich sehr, sehr stark schütteln, dass er überhaupt mal loslässt. Und jetzt muss man dazu sagen, das hier ist nochmal 10-mal krasser. Oha, da bin ich jetzt mal gespannt. Wie ist diese Plastikhalterung 10-mal krasser als die Plastikhalterung von seinem ersten Rasierer? Ja, weil das Teil hier ist wirklich sehr alt. Das ist fast 10 Jahre alt. Ja, und da klippe ich den schon seit 10 Jahren rein. Okay. Du hast es geschafft, dass ein Stück Plastik 10 Jahre lang hält. Ob du es glaubst oder nicht. Das ist für die allerwenigsten Leute eine Leistung. Das ist nur bei dir eine Leistung, Rainer. Bei niemandem sonst. Allerdings nicht den hier, sondern das hier ist schon die zweite Version des Grünen. Es gibt insgesamt 4 Versionen, die ich hatte. Der erste, den ich im EE gekauft habe, war der Silberne. War der erste nicht der Rote? Mein Vater, mit dem ich damals zum Einkaufen in den Real gefahren bin nach Neustadt, den gibt es mittlerweile nicht mehr, dazu gemacht vor einer Woche oder zwei, war es so, dass ich damals eigentlich den Roten wollte, als ich angefangen habe, mich zu rasieren. Und weil der Rote schneller rasiert. Ich habe dann mit meinem Vater, war ich dann einkaufen, das ist eine Sache, die sehr selten vorgekommen ist, aber ich war mit meinem Vater einkaufen und manchmal, wenn ich mit meinem Vater alleine einkaufen war, dann hat er mir so ein paar Kleinigkeiten geschenkt. Also es war eh schon selten und wenn das dann mal passiert ist, dann war es noch seltener, dass auch Rainer mal was bekommen hat. Na, ich glaube, vor den Winklers war das Geld nie in Massen da und Rudi wusste halt, dass der Scheiß, den Rainer haben will, das braucht er nicht. Und dann mal so ein Rasierer, da hat er sich Rudi gedacht, das ist wenigstens mal was Anständiges, da hat der Bube was von.
Aber den Scheiß, den Rainer sonst haben wollte, den hat er halt nicht gekriegt, weil Rudi gesagt hat, nee, 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 mach mal nicht. Das nur rausgeworfenes Geld. So, und jetzt sind wir am Regal vorbeigekommen mit Pflegeprodukten, weil ich mir was für meine Haare kaufen wollte und eine Zahncreme brauchte ich, weil meine alle war oder fast alle war. Rainer redet gerade davon, wie er seinen ersten Rasierer bekommen hat. Da war er, wie er selbst sagte, 13 oder 14. Was ist das für ein Haushalt? Eine vierköpfige Familie, wo sich der 13- oder 14-jährige Sohn selbst um seine eigene Zahnpasta kümmern muss. Da hat Rilla versagt. Und dann bin ich da dran vorbeigelaufen, da war ich auch schon 17 oder so. Also war Ja, wie jetzt? Ich dachte, wir reden gerade davon, wie er seinen ersten Rasierer bekommen hat. schon 16, 17, war ich schon älter zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich an dem Regal vorbeigegangen und habe gesehen, ey, die haben den roten, Alter. Ich habe den überall gesucht, ich habe den nicht gefunden. Jetzt haben die den roten, geil. Ah, scheiße, aber jetzt habe ich mir erst einen gekauft, ey. Also, ne? Wollte mir den extra neuen kaufen. Warte, ich muss jetzt zurückgehen. Ich bin irgendwie da die ganze Zeit dabei, dass er gerade von seinem ersten Rasierer spricht. Und manchmal, wenn ich den roten wollte, bin in den Real gefahren, bin in Versionen, die 10 Jahre alt, ja, und da klippe ich den schon seit 10 Jahren rein. Allerdings nicht den hier, sondern das hier ist schon die zweite Version des Grünen. Es gibt insgesamt 4 Versionen, die ich hatte. Der erste, den ich im EE gekauft habe, war der silberne. Mein Vater, der mich damals. Okay, vielleicht habe ich es auch einfach falsch verstanden. Und Rainer hatte erst einen roten und wollte dann einen anderen roten, hat den aber nicht. Also diese Geschichte ist verwirrend. Und sie ist nicht wichtig genug, dass ich mir da weiter Gedanken drüber mache. Kann ich gleich mal holen, kaufen. Oder war es sogar mit 14? Ich habe den nicht gefunden. Jetzt war ich auch schon 17 oder so. Also war ich schon 16, 17, war ich schon älter zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich an dem Regal vorbeigegangen und habe gesehen, ey, die haben den roten, Alter. Ich habe den überall gesucht, ich habe den nicht gefunden. Jetzt haben die den roten, geil. Ah, scheiße, aber jetzt habe ich mir erst einen gekauft, ey. Also, ne? Wollte mir den extra neuen kaufen. Oder war es sogar mit 14? Ich glaube, das war sogar relativ zeitnah. Deswegen habe ich mich damals so geziert, mir den roten zu holen. Ja, Rainer kommt schon selbst ganz durcheinander. Den habe ich übrigens noch, den roten, den kann ich gleich mal holen. Aber ich will gar nicht wissen, wie der aussieht. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich damals geärgert habe, weil ich mir den silbernen gekauft habe. Und mein Vater ist so, naja, ist der gut und so, ne? Was hast denn du für Erfahrungen damit? So, mach. Und mein Vater fragt mich, was ich so für Erfahrungen mit dem Rasieren habe. Ja, was ist denn daran jetzt so wild? Du hast das Ding ja anscheinend schon benutzt. Meme-Frame übrigens. Zum Vater, naja, also ich finde ihn klasse, ne? So, habe mich vorher rasiert, ja, hier lang halt mal hin, ne? Vater, ja, jetzt schaut gut aus, ne? Also jetzt natürlich nicht. Ja, weißt du was? Ich kaufe dir den, nimm Miet, ja? Nimm dir nur Klingermiet. Wie Rainer immer so ins Frängeln kommt, wenn er sich Erinnerungen ausdenkt. Das ist in seinem Vlog über seine Arbeitsstories genau das gleiche. Rainer schwelgt in, nennen wir sie mal, Erinnerungen zur Zeit. Die teilen wir uns dann, also sind immer zwei so Päckchen drin, ne, das ist jetzt leer, aber da sind ja zwei so Päckchen drin mit jeweils 4 Rasierklingen. Und war das so, ja, nimm noch ein Päckler mit, ne, das teilen wir uns auch, kriegst die Hälfte du, kriegst die Hälfte ich. Und dann kriege ich den silbernen und du nimmst den roten. Da hat mein Vater meinen gebrauchten Rasierapparat genommen, den silbernen, den habe ich leider nicht mehr. Den habe ich leider nicht mehr, den hatte ich, aber den habe ich leider nicht mehr. Und genau, dann habe ich den roten gekriegt, den habe ich auch noch. Den kann ich gleich mal holen. Nee, immer noch nicht. Ich will immer noch nicht wissen, wie der aussieht. Und dann, ich weiß nicht, so 6 Jahre später, 4 Jahre später, irgendwas in der Richtung, habe ich dann den Grünen gefunden. Und der Grüne ist was Besonderes. Und zwar sieht der Grüne genauso aus wie der Rote, nur halt in Grün-Weiß. Das ist in dem Fall so Weiß-Rote. Also Weiß-Grüne meine ich. Und das Grüne ist besonders, weil, wenn man hier nämlich drauf drückt, Ach, das ist dieser komische Rasierer, der vibriert. Ich will gar nicht wissen, wo er den sonst noch reinlangt. ich weiß nicht, ob man es jetzt hört. Es ist, er vibriert. Wahrscheinlich habe ich es jetzt, das ist wahrscheinlich jetzt beim Bearbeiten nachträglich rausgeflogen. Er vibriert. So.
Jetzt sollte man sagen, so ein vibrierender Vibrator, genau. So ein vibrierender Rasierer, das kann doch nichts taugen und so, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich mich mit dem vibrierenden Rasierer von Gillette rasiere, rasiere ich mich mit nichts anderem mehr. Ja, weil du dir das Scheißding halt gekauft hast, ne? Warum solltest du dir auch einen anderen kaufen? Ich meine, man muss den ja nicht anmachen. Ich verstehe nicht ganz, was das Vibrieren an einem Rasierer bringen soll, aber wem es gefällt. Ich mag den anderen Rasierer noch nicht mal mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, der andere Rasierer rasiert nicht richtig. Das ist eine ganz komische Aussage, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin froh, dass ich den vibrierenden Rasierer benutze, weil der ist wirklich cool. Und das Schöne an dem Teil ist, hey, wo sind denn da die Batterien? Naja. Hat sich niemand gefragt, natürlich sind die da drin. Der Griff ist verdammt dick für so einen ollen Rasierer. Man kann es einfach hinten abnehmen, dann hat man den Rasierer. Und ich sag ganz ehrlich, ne? Ich hatte den anderen etwa 7 Jahre lang, also den Originalen, ne, für das hier, den originalen grünen, der komplett grün war, den hatte ich 7 Jahre lang oder 8 Jahre lang sogar. Den hier habe ich mir erst vor 2 Jahren gekauft, weil mein anderer kaputt war, der ging nicht mehr. Und ja, dann hat er einfach, dann hat mein. Ich warte noch auf die Meinung zu Rasierern, weil bisher haben wir Kindheitsstories und dass er lieber mit Vibration rasiert als ohne. Dann hab ich mir den gekauft und ich habe nie, niemals die Batterie gewechselt. Lustigerweise war es genau andersrum. Und zwar, Bei dem ohne Batterie musste er die Batterie mehrmals wechseln. nachdem der kaputt war, der grüne, habe ich die Batterie ausgetauscht und gedacht, ich muss die Batterie tauschen. Habe ich die Batterie getauscht, hat aber nicht funktioniert. Die Batterie hat genauso den Geist aufgegeben wie der Rasierer selber. Ich werde dass Rainer bei vibrierenden Rasierern nur an Vibratoren denken kann, einfach, ihr wisst schon, Rainers Gedankenwelt. Kurz gesagt, der Massagestab. Heute bin ich echt neben der Spur, ne? Ich habe wieder nur Blödsinn im Kopf. Wieso heute? Wann ist das denn mal nicht so? Kurz gesagt, das Vibrierende vom Rasierer, ich weiß nicht, was ich schon gesagt habe, ist für mich viel angenehmer beim Rasieren und macht auch viel mehr. Sag jetzt nicht Spaß. Macht auch viel glattere Rasur, finde ich. So. Jetzt die Frage, jetzt hole ich euch erstmal den grünen Rasierer, Sekunde. Oh, der Stuhl knarzt vor Freude, dass Rainer endlich mal aufsteht. So, da bin ich wieder. Also muss ich euch, Und jetzt weint er. bevor ich euch das zeige, sagen. Rainer sieht gerade aus, als wäre er beim Friseur. Die Haare nass, ein bisschen zur Seite gekämmt und er hat so ein diesen Friseurkittel um. Dass der ursprünglich auf der Seite hier war der ursprünglich verspiegelt, aber Verspiegelungen löst sich mit der Zeit und deswegen sieht das ganze Teil jetzt so aus. Das ist nicht dreckig, das sieht einfach jetzt mittlerweile so aus, weil man es halt nicht, weil das kriegt man halt jetzt sauber, es sieht halt mit der Zeit einfach dreckig aus. So, und das hier ist der Rasierer dazu, jetzt ohne Klinge in dem Fall und es sieht im Prinzip halt fast genauso aus. Wie der hier ist auch fast genauso groß. Der hier ist ein bisschen dicker wegen der Batterie. Das Ding sieht aus, als hätte es unsagbar teure Klingen. Aber ansonsten ist der wirklich genau dieselbe. Er ist Weil allein die Halterung ja schon aufwendiger ist als alles andere. ein bisschen kleiner. Ja, die Batterie macht das Ganze ein bisschen länger. Er ist ein bisschen kleiner, da ist auch kein Motor drinnen. Aber ansonsten ist es genau dasselbe Rasierer. Wenn ich jetzt hier die Klinge abmache. Ist genau dasselbe, das hier. Und ich kann die Klinge hier auch auf den hier drauf machen. Wow. Wie ich das gerade möchte. So. Er ist komplett außer Atem. Genau, und das war damals der, den mir mein Vater geschenkt hat. Beziehungsweise den mir mein Vater gekauft hat im Austausch zu meinem silbernen, den ich hatte. Der ist im Prinzip genauso, nur dass die Packung außenrum schwarz war und der selber war silber und halt die schwarzen Streifen hat er auch gehabt. So, und das hier war damals nämlich, das war Mach 3 Turbo hieß der damals. Kann man es noch lesen? Ich seh nicht. Es ist doch irrelevant. Soll ich meine Hand davor haben? Ne, da. Benutzt er in diesem Meinungsvideo schon seine neue hochauflösende Kamera?
Ich kann's nicht sehen. Und das hier ist der Schiller Macht 3 Power. Das habe ich vorhin falsch gesagt. Und ich glaube, ich habe auch vorhin gesagt, ich hole den grünen, ne? Dabei wollte ich den roten holen, egal. So. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich bei so spezifischen Details bei Rainer einfach nicht mehr aufpasse. Ich finde es schon erstaunlich, dass er aufsteht. So, was ich jetzt noch zeigen kann, das hier unten ist ziemlich praktisch, denn... alles klar. Das Schöne ist, jetzt ist es da drinnen die Rasierklinge. Und wenn ich jetzt hergehe und einfach reinstecken, ja, raus. Ja, das ist halt so eine Klingenhalterung. Das ist normal. Ziehen und ich habe die Rasierklinge an meinem Rasierer. Rainer erzählt das gerade alles, als wären das so ganz, ganz besondere Sachen. Aber das haben so Rasierklingenhalterungen an sich. Das Praktische ist, dass man das ganze Teil hier drin hinten rausnehmen kann. Dann kann man ein neues einsetzen, weil wenn man die kauft, sind dann nämlich leider die Rasierklingen drinnen. Dann hat man hinten die Rasierklingen, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist, wenn man unterwegs ist, dann hat man die immer schön verstaut, hat immer die Klingen dabei, vorausgesetzt, man hat neue eingesetzt, wenn die leer waren. Das ist kein Meinungsvideo, das ist Rainer erklärt Alltagsgegenstände, die niemand erklärt haben muss. Das ist wie die Sendung mit der Maus, nur dumm. Und es ist richtig geil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bis heute begeistert von dem Rasierer, habe auch nie einen anderen benutzt. Weil du kein Geld für einen anderen hast. Genau, so. Zuerst mal meine Meinung zu Rasierer allgemein, weil wir wollen ja jetzt hier nicht über einzelne Rasierer sprechen, sondern allgemein über Rasierer. Wird auch Zeit. Wir haben ja schon 2/3 des Videos rum. Rasierer sind natürlich eine ziemlich geile Erfindung für Menschen, die starken Haarwuchs haben. Dazu gehöre ich übrigens nicht, auch wenn es vielleicht anders aussieht. Nee, sieht nicht so aus. Und das ist nicht nur eine geile Erfindung für Leute, die extrem harten Haarwuchs haben, sondern allgemein für Leute, die ihnen irgendwo Haare wachsen, die sie loswerden wollen. Weil wie gesagt, ich rasiere mich einmal 1,5 Monate. Das hier ist jetzt auch schon wieder fast 2 Wochen her. Heftig. Was daran ist heftig? Wobei diesmal, jetzt mittlerweile wächst er wieder schneller. Ich weiß gar nicht warum, woran das liegt. In letzter Zeit ist er ziemlich schnell gewachsen. Normalerweise sieht er so erst nach 3 Wochen aus. Aber ich rasiere mich, ich bin ein wenig Schweinehund, ich bin ein wenig Saubär. Saubär, sagt man bei uns. Du bist, ein Dreckschwein, Rainer, das bist du. Und ich sollte mich auch öfter rasieren, aber ich bin irgendwie immer zu faul. Übrigens, da folgt noch mal dem Schnauzer, der wird demnächst auch abgeschnitten. Ich weiß. Oh, Babyface Rainer. Weiß nicht, ob schon bis zum nächsten Video, vermutlich nicht. Aber bis zum, irgendwann im Laufe dieser Woche schneide ich den noch ab. Weil ich habe mich hier nämlich beim Rasieren verschnitten. Da habe ich mir den Schnauzer gestutzt und habe mich hier verschnitten. Und jetzt habe ich hier einen Fleck drin. Igitt sieht seinen Mund gerade widerlich aus und darüber hinaus Memeframe und darüber hinaus Rainer. Egal, was für ein Bart du dir jemals geschnitten hast, das sah noch nie gleichmäßig aus. Hättest du das jetzt nicht erwähnt, wäre es mir nicht aufgefallen. Weniger Haare als hier üben und deswegen, da muss ich den Pornobalken wohl mal abrasieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich darauf, den mal wieder abzurasieren. Den Kinnbart würde ich eigentlich gerne stehen lassen. Auf der Amazon-Wunschliste hatte ich jetzt ja, warte mal, wo ist es? Auf der Amazon-Wunschliste hatte ich jetzt ja Bartperlen, ja, weil ich mir den Bart hier, weil ich mir die Perlen im Bart machen wollte. Die sind mittlerweile nicht mehr auf der Liste, aber die sind auch nie gekommen. Ich glaube, ich habe die dann irgendwann gelöscht, weil die eben nicht gekommen sind. Das sind so Sachen, die ich manchmal ab und zu aus Gaudia drauf tue, weil ich die dann auch verwenden möchte. Aber wenn die halt nie kommen, ich glaube, ich habe sie in meiner Privatliste. Warte mal. Nee, habe ich auch nicht. Egal. Ja, also werde ich wahrscheinlich auch den Kinnbart erstmal wieder abrasieren, dass ich mal wieder ein bisschen jünger aussehe. Du meinst wie eine geschälte Kartoffel. Abgesehen davon, mal gucken, wie es weitergeht. Also Kinnbart werde ich mir wieder stehen lassen, denke ich auch den Schnauzer wieder, aber ich werde es vorerst mal komplett abrasieren. Wahrscheinlich werden den gleichen Tag, wenn ich mir auch die Haare wieder nachschneide. Genau. Oh, glatt rasiert und Seiten auf Null. Das ist der Rainer, den wir alle sehen wollen. Rasierer für die Haare habe ich auch bekommen. Nicht den, den ich auf der Liste hatte, aber von einem Kumpel, der hatte einen übrig, den hat er mir geschenkt. Deswegen danke an dieser Stelle an meinen Kumpel. Der Schweizer Taschenkumpel.
Aus der Familie S höchstwahrscheinlich. Und genau, dann ist es erstmal soweit geklärt. Ansonsten, mal überlegen, was gab es noch so? Deine Meinung zu Rasierern, Rainer? Ja, ansonsten, Rasierer sind natürlich praktisch, für Männlein und für Weiblein. Natürlich muss jeder selbst entscheiden, will er sich einen Bart wachsen lassen oder nicht, will er sich die Beine rasieren oder nicht, oder will er sich im Team rasieren oder nicht, muss man ja auch ansprechen, gehört ja auch dazu. Nee, Rainer, muss man nicht ansprechen und man muss da schon gar nicht so komisch drüber reden, so wie du das tust. Letzten Endes muss es jeder selbst wissen. Letzten Endes, das ist seine Meinung zu allem. Letzten Endes muss es jeder selbst wissen. Ja, bei Frauen muss man natürlich immer ein bisschen bedenken, Jetzt kommt Rainer, der Frauenversteher. im Normalfall, dass sie ein bisschen andere Haut haben, beziehungsweise nicht unbedingt andere Haut, sondern jetzt kommt die Polizei. Klasse, danke fürs Gespräch. Jetzt wollen die auch noch mit mir reden, mitten in der Aufnahme. Oh, scheiß Polizei, ey. Dann machen die mal endlich ihren Job. Und dann kommen die nicht zu einer passenden Zeit. Was fällt denen denn ein? Na gut, ich bin gleich wieder da. So, hoffentlich können wir jetzt die Aufnahme ohne Unterbrechungen fertig machen und beenden. Also. Nur wenn du dein Handy auf lautlos gestellt hast, Rainer. Rasierer im Allgemeinen sind natürlich praktisch. Ob man Das hat er jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesagt. sich jetzt das Gesicht rasieren will, den Kopf, die. Die Beine, den Intimbereich, den Rücken, die Schultern, die Brust, die Nippel, die Achseln, die Augenbrauen, die Wimpern, die Ohren. Beine, den Rücken, die Brust oder natürlich intim. Sind das hier natürlich praktisch. Allerdings sollte man für alles das nehmen, was auch dafür geeignet ist. Diese Rasierer sind beispielsweise ja, für die, ich mache es jetzt absichtlich andersrum, ich bin jetzt nicht nass. Das hier ist ein nasser Rasierer. Oh, und wie nass du bist, ich kann es sehen, wie nass du im Gesicht bist, Rainer. Macht man für die Nässe, muss man sich vorher mit Schaum einrühren und alles. Einrühren. Ich rühre mich in Schaum ein. Genau, und da muss man sich erstmal Rasierschaum drauf machen und vorher noch nass machen, Rasierschaum drauf, dann rasieren. Passt. Für die Beine ist es ähnlich, da gibt es auch so einen speziellen Rasierschaum, aber da nimmt man normalerweise einen speziellen Rasierer für die Beine. Für den Rücken und für den Bauch weiß ich es nicht. Dafür benutze ich normalerweise das Enthaarungscremes Zeug, wobei ich Brust und Rücken nie rasiere. Ich rasiere meinen Brust und meinen Rücken nicht. Ich benutze Enthaarungscreme. Abgesehen davon enthaare ich meinen Brust und meinen Rücken nicht. Ja. Lieber die Schmusemaus. Die Schmusemaus ist der Kaugummiautomat irgendwo in Emskirchen. Für Rücken und so weiter und für die Brust und alles. Genau. Und deswegen sage ich ganz deutlich, Rasierer sind definitiv praktisch, vor allem für den Mann mit dem Bart im Gesicht. Es ist sehr praktisch, weil ich glaube nicht, dass es eine Methode gibt, sich besser zu rasieren im Gesicht als mit einem vernünftigen Rasierer. Obwohl. Schon mal so ein richtiges Rasiermesser ausprobiert? Das geht ab. Den Haarungscreme vielleicht auch geht. Da hat man ja nie wieder was. Glaubst du das echt, Rainer? Glaubst du, wenn du dir Enthaarungscreme ins Gesicht schmierst, dass du dann nie wieder da Haare hast? So. Ja. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und die Hater haben seine Aufmerksamkeit komplett zerschossen. Bis dahin, euer Drache. Und haut rein. Tschüss, tschüss. Ach, Rainer, wir haben uns jetzt 15 Minuten lang angehört, wie er uns Kindheitsgeschichten daherlügt und wie er uns über Enthaarungsmethoden aufklärt und dass seine das Namensgebende von diesem Video, seine Meinung über Rasierer ist, Rasierer sind praktisch. Ach, Rainer, geh dir mal dein Pensi enthaaren. Und bis das soweit ist, bin ich der Fleckenkaffee gewesen. Und ich hoffe, wir hören, sehen, schmecken und riechen uns. Alle beim nächsten Mal. Und dann alle möglichst glatt. Mädel auf.